Ja, es ist ärgerlich, ne? Wir hätten 2-0 führen müssen. Wirklich. Wir machen Analyse, wir gucken mal. Aber im Grunde genommen ist, ja, ist das Ergebnis ein bisschen höher als der Spielverlauf eigentlich. Wir haben diese Woche auch wieder ein paar verletzungsbedingte kompensieren müssen, Spieler. Und in unserer Phase, in unserer neuen Regionalliga-Erfahrungswochen, das ist natürlich doof, dann, wenn du auf Nowotny verzichten musst, auf Thiessen verzichten musst, auf Arno verzichten musst, der dann nur noch reinkam. Und die anderen Jungs haben das gut gemacht, wirklich. Das war gar kein schlechtes Spiel von uns. Also wie gesagt, im Grunde genommen, also wenn wir jetzt hier irgendwie unentschieden spielen oder sogar in Führung gehen, dann ist, glaube ich, ein Sieg dann möglicher, weil du dann halt eine ganz andere Stabilität kriegst. Aber mein Gott, sollte halt nicht sein. Aber wir arbeiten dran. Nee, also die haben das ja eigentlich, es war ja jetzt ja nicht so, dass sie uns ausgespielt haben. Das dritte Tor war ja sowieso vorbei. Also da waren wir ja komplett, haben wir auf 2-1 gespielt. Klar, darf der so nicht frei durchkommen. Klar, alles gut, aber das dritte Tor, das, die anderen Tore, ich meine, die entstehen aus keine Ahnung was. Du kannst so eine Leute, wie sie da in den eigenen Reihen haben, in dieser Liga, ja, nicht einfach komplett aus dem Spiel nehmen. Ja. Da gibt es halt ein paar technisch hochbegabte Spieler, die spielen halt die Bälle. Bei mir ja dann auch. Du, wir haben die nicht reingemacht. Die haben da zweimal gegen die Latte gedonnert, dann zweimal knapp daneben geschossen. Ne, dann, ja, wie gesagt, alles gut. Ja, wir werden jetzt erstmal gucken, wie die Situation ist mit den Verletzten. Ne, und ansonsten, wie jedes Spiel, wir wollen jedes Spiel gewinnen, wollten wir heute auch. Ne, es gelingt uns halt nicht, weil einige Dinge im Moment nicht so für uns laufen. Aber ich glaube, wenn der Es sind ja immer so Mechanismen beim Fußball, wenn du dann irgendwie in einer Saison reinkommst, ein paar Mal verloren hast, dann gehen ein paar Bälle nicht rein und bei dem Gegner gehen sie dann rein, die dann halt ein paar Mal gewonnen haben. So richtig erklären kann man das nicht. Das sind so mentale Festigkeiten, gruppendynamische Faktoren, die einen einfach stabilisieren und ansonsten sind das Erfahrungswerte. Wir wissen ja, dass wir nicht um die Meisterschaft spielen werden, das ist uns klar. Wir wissen aber auch, dass wir unnötig Punkte liegen lassen haben. So, und heute war das die Niederlage einfach auch ein bisschen ein Produkt von den nicht genutzten Torchancen. Von daher, weiterarbeiten.